Unter Corona gehen Museen ungewöhnliche Wege. So hat der Geschichtsort Villa ten Hompel nun seinen Außenzaun zur Museumsleinwand gemacht. Die Ausstellung Einige waren Nachbarn, Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand im Holocaust, die zuvor schon Anfang des Jahres in der Bezirksregierung gezeigt wurde, wird nun wegen der großen Resonanz seit Mitte Juli erneut gezeigt und geht bis Anfang der Herbstferien. Die vom Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. konzipierte Ausstellung zeigt nicht die Hauptverantwortlichen des NS-Regimes, sondern den in Anführungszeichen gewöhnlichen Menschen im Faschismus. Wir haben Franka Aldenborg getroffen. Sie macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr bei der Villa ten Hompel. Die Ausstellung bietet eine andere, untypische Perspektive auf den Faschismus. Das Besondere an der Ausstellung Einige waren Nachbarn vom United States Holocaust Memorial Museum in Washington ist einmal, dass es die gesamteuropäische Perspektive zu der Frage zeigt, wie war der Holocaust möglich und nicht die NS-Elite Adolf Hitler und seine Unterstützer zeigt, wo wir alle wissen, dass sie für den Holocaust verantwortlich waren, sondern auch die normalen Menschen, ganz normale Nachbarn. Wie haben die den Holocaust, die Verschleppung von Millionen Verfolgten des NS-Regimes möglich gemacht? Viele haben also im Faschismus in Anführungszeichen mitgemacht. Beweggründe gab es viele. Die Beweggründe waren sehr, sehr unterschiedlich. Zum einen verankerter Antisemitismus in der Gesellschaft, aber auch in der Erziehung. Angst vor selbiger Verfolgung durch das NS-Regime oder auch einfach Angst davor, was zu sagen, keine Zivilcourage zu zeigen, Gleichgültigkeit, aber auch Karrierechancen, Gruppenzwang, die Chance, irgendwo mitzumachen, aber auch materieller Gewinn, sich daran zu bereichern, dass Menschen verschleppt worden, deportiert worden in Konzentrationslager und Ghettos und ihre Habseligkeiten, die übrig geblieben sind, dann für sich zu gewinnen und zu nutzen. Nicht nur die herrschenden Eliten haben mitgemacht, auch die Nachbarin von nebenan. Aber es gab auch viele andere, die widerständig waren. Die Widerständigen aber hatten zudem auch noch unterschiedliche Beweggründe. Einmal wirklich der Wunsch danach, der Mut, etwas zu verändern, zu helfen, vielleicht durch kleine emotionale Gesten wie eine Umarmung kurz vor der Deportation. Aber auch das Verstecken von Juden und Jüdinnen oder von Sinti und Roma. Wobei das Leben selber in Gefahr gebracht wurde, gleichzeitig aber auch Menschen, die Menschen versteckt haben, einfach nur um selber vielleicht danach materiellen Gewinn daraus zu ziehen. Die Ausstellung hat nicht nur geschichtliche Relevanz. Auch für heute kann man viel daraus lernen. Aus der Ausstellung kann man auf jeden Fall lernen, dass es immer eine Alternative gibt. Es gibt immer Spielräume und Handlungsoptionen, sich gegen den Faschismus, gegen Diskriminierung und gegen Rassismus von Menschen zu wehren und dagegen zu halten und etwas zu sagen. Es gibt die Möglichkeit, sich dafür einzustellen und sich nicht aus Angst oder aus anderweitigen Überzeugungen sich klein zu machen und deswegen etwas nicht zu sagen, sondern dagegen einzustehen. Die Ausstellung zeigt vor allem historische Verantwortung übernehmen, den Holocaust nicht vergessen zu lassen und immer wieder wachsam darauf zu bleiben, dass so etwas nicht nochmal passiert. Die Ausstellung kann noch bis zum 9. Oktober rund um die Uhr besucht werden. Schließlich ist sie am Außenzaun der Villa ten Hompel angebracht. Rundgänge für Gruppen bis zu 15 Personen dauern 60 Minuten. Der Unkostenbeitrag dafür beträgt 50 Euro. Anfragen können unter tenhomp@stadt-muenster.de gestellt werden.